Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zum neuen coolen Unboxing Video von mir für euch. Heute am Start die gute alte Podo Isle Smartwatch. Das ist aber nicht nur eine normale Smartwatch, es ist eine Military Style Smartwatch mit Bluetooth Anruffunktion, überwiegend für die Herrenwelt designt. Natürlich können auch Mädchen und diverse das tragen, überhaupt kein Problem. Ne? Wir haben eine 1,4 Zoll AMOLED Always On Display, wenn wir wollen. Also die 1,4 Zoll sind immer da, aber die Always On Display Sache könnt ihr einschalten oder ausschalten, wie ihr wollt. Sie ist kompatibel zu iOS-Geräten, sprich Smartphones mit iOS, also Apple oder Samsung Android Devices. Über 100 Sportmodi bietet uns die Uhr. Ein Aktivitätstracken rund um die Uhr mit Gesundheitsmonitor. Das bedeutet, diese Podo Isle Smartwatch kann uns im Business, aber auch im Sport und im Fitnessbereich sehr gute Dienste teilen. Wir haben hier ein hochwertigstes AMOLED-Bildschirm und Individualisierung in unserem Stil. Die Smartwatch verfügt über das besagte AMOLED-Screen mit einer neuesten Technologie, die momentan so in der Smartwatch-Gemeinde kursiert. Und sie bietet ein sattes Farbdisplay und eine hochauflösende Textur. Wir haben gute visuelle Ergebnisse dadurch mit einer Auflösung von bis zu 466 zu 466 Pixeln. Können wir den Bildschirm auch beim Sonnenlicht problemlos betrachten und dabei auch noch was lesen. Dabei brauchen wir jetzt kaum Gedanken über Reflexionen machen. Darüber hinaus wird die Smartwatch sowohl mit einem Edelstahl als auch mit einem Silikonarmband geliefert, sodass wir die perfekte Passform für unseren Stil wählen können. Mit der App, und zwar der FitCloud Pro, FitCloudPro App, die ihr aus dem App Store oder aus dem Google Play Store herunterladen könnt, können wir über 200 anpassbare Ziffernblätter downloaden, wenn wir das wollen. Und sogar einzigartige eigene Designs mit persönlichen Fotos erstellen, um unseren individuellen Stil dadurch klar zu machen. Es ist eine Military Smartwatch, die Wüste im Regenwald oder in arktischen Bedingungen dadurch auch ihren Mann stehen kann oder ihre Frau oder divers. Diese Smartwatch mit Militärqualität wird 15 strengsten Tests unterzogen, um eine gute Widerstandsfähigkeit zu erreichen, was sie dort bewiesen hat. Nur diese Uhr ist robust genug für fast jede Umgebung. Genug Zugänglichkeit, Stärkung für uns als Träger, wohin uns das Leben auch führen mag. Mit einer IP67 Wasserdichtigkeit hält die Uhr Spritzern, Schweiß und Regen ohne Probleme stand. Kann beim Händewaschen oder bei Regen getragen werden. Schwimmen oder längeres Untertauchen sollte man aber auch mit dieser Smartwatch vermeiden. Wir können Bluetooth-Anruf und Nachrichtenbenachrichtigung, also die Notifications, die vom Smartphone kommend, dann auch an der Uhr auswerten. Wir verbinden die besagte App, sprich die FitCloud Pro App, mit der Podo Isle Smartwatch über die App selber im Pairings-Modus. Es geht ganz einfach, ihr legt sie nebeneinander, macht sie an, zack, pairen, fertig. Und danach können wir darüber auch, wenn wir es freigeben natürlich, über Bluetooth-Verbindung Anrufe tätigen, Musik fernsteuern, oder auch die Notifications uns anschauen, die auf unser Smartphone prasseln. Wir haben über 100 Sportmodi und eine super lange Akkulaufzeit. Wir können unser Fitness-Tracking und unsere Health-Daten jederzeit tracken. Das ist natürlich Herzfrequenz, Blutsauerstoff und man kann sogar den Blutdruck tracken. Wenn auch der Blutdruck-Tracker nicht so genau sein kann, weil er nicht mit den
medizinischen Tests mithalten kann. Wir haben also die Möglichkeit, oder Schlaftracking etc. 24-7-Tracking ist möglich und sie ist sehr nice aussehend. Oh ja. So, Podoeil Smartwatch kommt in einer Podoeil Smartwatch-Verpackung. Es gibt sie in Silber und es gibt sie in Schwarz. Hier ist die schwarze Version am Start. Wir ziehen uns das Ding jetzt mal rein hier. Das ist jetzt die Verpackung innen. Das war die Verpackung außen. Sehr schön aufgemacht hier. Wir haben einen 380 mAh Akku, sehe ich gerade. Heartrate Sensor, also wir haben auch die Herzrate, den Puls können wir messen. 1,43 Inches AMOLED und die CPU ist eine Realtek CPU, die verbaut ist. Sehr schön. So, wir ballern das Ding mal raus und gucken uns an, wie sie hier drin so zu uns kommt. Sehr aufgeräumt ist sie vor uns am Chillen. So, hier haben wir das Ladekabel. Es läuft zu USB-A. Sprich, wir können einen Powerpack anschließen. Wir können einen Laptop anschließen zum Laden. Ne? Wir können eine USB-Steckdose anschließen. Wir können unser AC-Ladegerät von unserem Handy zum Beispiel benutzen. Und hier haben wir eine Konnektivitätsmöglichkeit über Magnete. Das heißt, das wird nämlich direkt dann richtig ausgerichtet beim Ansetzen. Das Edelstahlarmband können wir mit diesem Tool kürzen, indem wir die Nieten herausdrücken. Dafür nehmen wir uns das Edelstahlarmband, halten es hier zwischen und werden dann mit diesem kleinen Stift das dann herausdrücken. Dann kann man das entnehmen, ein weiteres Glied rausdrücken und dann die beiden zusammensetzen und den Stift wieder hineinschieben. So könnt ihr ganz einfach selber mit dem mitgelieferten Tool eine Längenvariation eures Armbandes durchführen. Und dann haben wir natürlich auch schon die Armbänder hier am Start. Das heißt, wir haben einmal ein Edelstahlarmband inklusiv und einmal ein Nicht-Edelstahlarmband, sondern ein Silikonband. Das besagte Edelstahlarmband ist in einem dunklen, nicht Terrakotta, sondern in einem dunklen Grau zu sehen. Ich würde sagen, es ist so ein dunkles Grau, sehr schön, weil es mehrere strukturelle Systeme hier beinhaltet und eine einfache Öffnung hat. Sehr schön. Dann haben wir hier noch ein Silikonband, womit die Uhr auch schon equipped ist, wie ihr sehen könnt. Das Silikonarmband legt sich schön um die Uhr. Es ist ein 22er Größe Smartwatch-Armband. Das könnt ihr auch nacherwerben. Schnellverschluss, das heißt tool-free, können wir, also ohne Werkzeug, können wir dann auch hier den Wechsel stattfinden lassen. Die Uhr selber hat ein schönes militärisches Design. Ja, sieht so schön aus. Hier ohne Taste, hier unten haben wir eine Taste. An der Seite steht Sport drauf. Erinnert mich auch sehr an einen anderen Hersteller, den ich schon mal hier hatte. Es sieht eigentlich identisch aus. Wahrscheinlich sind sogar die gleichen Uhren. Naja, ist egal. Das hier ist aber jetzt von Podoeil. So, Bedienungsanleitung ist hier auch noch. Ne? Die FitCloud Pro App steht hier. Wir haben auf Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch und Japanisch eine bebilderte Anleitung in Farbe, wie ihr sehen könnt. Wenn ihr dann gepairt habt, könnt ihr die Synchronisierung starten des Gerätes und der App. Und dann könnt ihr runterladen, was ihr wollt, sprich Faces und so weiter und so fort. Hier sind die toolfreien Bolzen, die dann zur Befestigung des Edelstahlarmbandes an der Uhr da sind, beziehungsweise als Ersatz für die andere, sprich für die Silikonbänder. Dann haben wir hier noch ein Saubermachgedöns, ein bisschen Werbung, Garantiekarte etc. Also das ist doch schon mal aufgeräumt, was hier alles kommt. Das ist eine schöne Uhr, ohne Frage. Schönes Design. Vor allen Dingen in dieser Preisklasse bietet sie uns das, was ein Smartwatch in dieser Preisklasse uns bieten sollte. Das heißt also, wir können unsere Health-Daten tracken, wir können unseren Schlaf tracken, wir können unsere Sportaktivitäten tracken. Wir haben ein großes, schönes Display, ein AMOLED-Display, was noch energiesparend daher kommt. Das heißt also, die Haltbarkeit des Akkus sollte hier auch wirklich adäquat sein. Es kommt immer darauf an, wie viel ihr sie benutzt. Auch bei den ganz teuren Apple-Uhren zum Beispiel ist es so, ich muss alle 2 Tage aufladen, wenn man Heavy-User ist.
Aber ich steuere meine Kamerasysteme natürlich mit den Uhren auch. Das könnt ihr aber auch mit dieser hier. Dann nehmen die ein bisschen mehr Strom. Also, Podoil Military Smartwatch für die Herrenwelt. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sönsön!